Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spielchen, zu einem Mario 64 Hack, wie ihr schon seht, ihr habt sicher im Titel gelesen, was es ist. Wir spielen heute Super Mario 64 Trump oder so. Ich weiß nicht, was das hier ist. Also, die... Ich habe eine Rassel in der Hand. Ich weiß es nicht. Die Amerikaner haben einen neuen Präsidenten gewählt. Der heißt Donald J. Trump. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt muss jeder selbst wissen, was er daraus macht. Ja, also muss halt jeder für sich selbst wissen. Und Case hat für sich entschieden, ey, wisst ihr was, ich mache Mario 64 Hack draus. Ja, hat er so gesagt. Und dann gucken wir uns mal an, was das hier ist. Habe ich gestern gesehen, dass er den veröffentlicht hat. Also so wie es aussieht, spielen wir hier einen Mexikaner Mario. Und hier ist die, wahrscheinlich sind wir hier gerade in Mexiko und wollen jetzt in die USA kommen, wo Donald Trump eigentlich seine Mauer schon gebaut hat. Also Case wird hier so ein bisschen zum Satiriker. Ja, okay, die sind neu. Die waren gerade eben noch nicht da. Na gut, das kriegen wir trotzdem hin. Au. Ja, wir sterben erstmal, würde ich sagen. Nein, wir sterben nicht. Wir hüpfen hier einfach hoch, weil wir sind Mexikaner Mario. So. Blocks. Na, wenn das mal geklappt hat. Ich weiß nicht, wie groß dieser Hack ist. Ich hoffe, der ist nicht allzu groß. Ups. Ups. Ich bin irgendwie runtergefallen. Koopa ist eingesperrt. Koopa! Hey Mario! Versuch nicht in die USA zu reisen. Der neue Präsident ist echt hart. Er hat mich... Okay, er hat mich gefangen, gefangen und jetzt hier in dem Käfig eingesperrt. Sagt Koopa, also, was ist nur los, ey? Wow. Wow, Kettenhund. Oh Gott, ich brauche Heilung. Oh, Heilung. Die habe ich auch gerade eben schon kaputt gemacht, ne? Dann brauchen wir die Heilung. Komm her, komm her. Eine Wuff, Wuff. Oh, das war risikoreich. Jetzt ganz ungewohnt Mario 64 mal mit der normalen Poweranzeige und so zu spielen. Ist ja bei Last Impact doch alles ein bisschen anders. Ich muss hier weg. Oh, okay. Jetzt lass mal nach Amerika reisen. Das ist ganz schön schwer in die USA zu kommen. Ich merke das schon. Also unter Clinton sei schon. Unter Obama war das einfacher. Oh, oh. Okay. Einfach mal ganz ruhig bleiben. Siehst du mal, dann stirbt man hier auch nicht. Das ist ja, kann ja nicht angehen, da ich hier jetzt... Oh. Ja, auf den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock, ne? Aber ich glaube fast, ich brauche den Typen. Wie geht das hier weiter? Ich brauche den nicht, ich muss dem einfach ausweichen, ne? Ja. Sehr gut. Klappt. So, hallo. Mexikaner Mario, ich mag keine Gumbas. Aber Mexikaner hassen Gumbas, wer weiß das nicht. Hallo. Mann, warum spiele ich dieses Spiel und warum gibt es dieses Spiel überhaupt? Die Musik vor allen Dingen. Waha. Toll. Einfach nur toll. Wisst ihr, in so Zeiten liebe ich das Internet halt einfach. Weil ohne das Internet gibt's das hier alles nicht. Kamera. Danke. Bin mir immer nicht ganz schlüssig, in welche Perspektive es besser ist zu spielen, aber ist auch ganz egal, ne? Es geht ja eh nicht wirklich darum, Mario zu spielen. Dann. Boah, okay, das war nicht gut. Es geht hier in erster Linie einfach darum, ein Mexikaner zu sein, der in die USA einreisen will. Und so wird das zukünftig ablaufen. Also wenn ihr Mexikaner seid und vorhabt, in die USA zu wollen, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass ihr Saltos üben müsst. So, so viel dazu. Oh Gott. Ich höre nur Arrow. Okay, wo ist Arrow?
Hier. Was? Alter. Okay, das klappt leider nicht. Wir müssen hier rüber. Oh, das hocken ab. Aber es klappt. Was zur Hölle? Okay, wir müssen hier wieder hochkommen, Leute. Oh, der. Der Heck ist schwieriger als erwartet, wenn ich mal ehrlich bin. Okay, pass auf, wir machen jetzt den Super Skill Run. Wir machen jetzt einfach. Warte mal. Wir machen jetzt einfach 1, 2. Huhu, yeah. Mann, sind wir toll. Wir sind toll. Drücke schon R1, um die Kamera auszurichten. Aber es geht ja hier nicht, weil wir sind ja nicht in Last Impact. So, das haben wir gut hinbekommen. Jetzt wieder die Wandsprünge, die waren ja auch nicht so schwierig. Mal abgesehen davon, dass ich es gerade einfach hinkriege. Okay, Hund, komm klar. Okay, in die USA zu kommen ist deutlich schwieriger geworden. Nein, 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 nein. Uah, wir sterben. Nicht. Ich guck mal, ob es hier noch ein paar Wachposten gibt, die man vielleicht umhauen könnte. Vielleicht sieht man die jetzt einfach nicht. Meinen großen Gumba vorhin habe ich auch nicht gesehen, den großen Wachmann vielmehr. Weil hier scheint es nichts mehr zu geben, was einem irgendwie Heilung gibt, ne? Das ist ein bisschen schade. Ich bin, glaube ich, richtig schlecht einfach geworden in Mario, ne? Oh oh. Komm, 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 komm. Wow. Okay, das haben wir geschafft. Super cool Moves! Auch dumm, dass dieses Unkraut jedes Mal nachwächst, ne? So, pass auf, wir gehen hier hoch. Wir gehen hier hoch. Wir warten, wir warten, wir warten. Jetzt ist sein Ding kaputt. So, das ist eine gute Kombi. Und jetzt gehen wir weiter hoch. Alter. Ey, das... Aber wir wissen, Mexikaner Man gibt so schnell nicht auf. Wir probieren es einfach nochmal. Denn wir haben eine Rassel in der Hand. Es ist ganz schön schwer in die USA zu kommen. Mal ganz ehrlich. Toll. Wow, war das gerade sinnlos. Okay. 1, 2, runter. Okay, die Welt wird also zurückgesetzt, wenn man stirbt. Also sind jetzt alle Münzen wieder da und so. Hallo? Ey, Kamera! Er dreht einfach völlig durch, ist auch okay. Weil ich bin Mexikaner, man. Da, 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 da. Wie er das schon wieder geiert, ne? Okay, so kommen wir da aber hoch. Nein! Okay, wir müssen uns da an der Kante festhalten. Das ist gut. Ja, dann kommen wir nämlich hier ziemlich leicht vorbei.
Machen wir es mal so. So. Hat gar keine Uhr da, aber ist egal. Wir müssen jetzt hier, ich muss nämlich gleich weg. Aber ich muss das hier noch schaffen, auf jeden Fall. Wenn ich das hier schaffe, dann ist ja alles gut, ne? Würde ich mal behaupten. So, ich muss nämlich ein Mexikaner sein, der in die USA kommt. Ich muss den Amerikaner, den Mexikaner hier... Oh, okay. Ich muss den Mexikanern ja Hoffnung machen. Dass die USA auch zukünftig noch erreichbar für sie ist. Theoretisch zumindest. What? Ey, fick dich. Warum nehme ich keine Safe States? Ich bin so blöd, ey. Ah. Okay, in die USA kommen ist schwieriger als gedacht. Danke. Wow. Wow, okay, toll. Der ist in der Wand drin übrigens. Ich weiß ja nicht, ob das hier jemanden stört, aber... So, jetzt einfach mal den Sprung schaffen. Einfach mal den Sprung schaffen. Jawohl. Wow, okay. Er glitscht sich wieder einfach nach oben. War schon gut, dass wir ihn nicht getötet haben, ne? Okay, ich spack die Kamera einfach jedes Mal ab. Verdammt, das gab nur eine Münze. Wir hätten auch eine blaue rausholen können. Aber egal. Okay. War ein bisschen risikoreich jetzt. Aber scheiß drauf. Ich meine, wir sind Mexikaner, man. Was soll uns passieren? Mann, dieses Lied, ey. Nein! Oh, Alter, ich bin aber auch scheiße, ne? So, jetzt komm her. Zum Glück sind wir nicht ganz runtergeflogen, sonst hätte ich jetzt echt keinen Bock mehr gehabt. Ich will es jetzt echt mal schaffen hier. Kann nicht so schwer sein. Ist ja noch nicht mal schwer bisher. Eigentlich ist es überhaupt nicht schwer. Warum fail ich überhaupt die ganze Zeit? Danke, Münze. Du bist keine Hilfe. Boah, war das wieder knapp, Alter. Okay, wir warten jetzt kurz. Ey, das gibt's doch gar nicht. Mann! Ja, das Ding ist runtergefallen. Okay, das macht zum einiges einfacher. Fick dich. Ich bin ein kleiner, süßer Mexikaner. Ich will doch nur in die USA. Zu besuchen meine Familie. Danke, dass du den Seitwärtshaltung gemacht hast. Okay, letzter Versuch, Leute. Letzter Versuch. Jetzt muss aber klappen, ey. Jetzt muss aber wirklich klappen. Ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr hier, den Mexikaner zu spielen. Kann ja gar nicht sein. Warum ist Case eigentlich jetzt ein Satiriker geworden? Das ist voll das Satiriker-Spiel. Ich hätte auch von... Was ist das denn? Das ergab noch nicht mal Sinn. Das ergab jetzt wirklich noch nicht einmal irgendwie Sinn. Komm ich nicht auch hier irgendwie hoch? Ja, komm, das ist einfacher. Nein, die Münze ist weg. Fick dich doch. Das Spiel hasst mich. Ah, okay. Das ist ein kleiner Goomba. Da kann man keine blauen Münzen rausholen. Aber wieso habe ich das überhaupt gedacht? Nein! Okay. Alles ist gut. Noch sind wir auf dem Weg nach Amerika.
So. Okay, wir kommen noch ganz gut durch jetzt gerade. Ich meine, es ist jetzt auch nichts Neues. Hier waren wir ja schon mal. Jetzt nicht so, dass das hier jetzt bedeutet, dass wir richtig gut sind oder so. Okay, den muss ich leider killen, weil sonst wäre er mir gefährlich geworden. Wisst ihr was? Ich speichere mal, so leid es mir tut. Wow, okay. Was ist das da hinten eigentlich für Zeug? Okay, wir haben es bis hierhin geschafft, immerhin. Ab hier wird es ja eigentlich wirklich erst schwer, ne? Okay, wir haben es bis hierhin geschafft. Ja, eigentlich den Sprung, den schafft man locker. Nein! Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Man darf einfach nicht zu weit springen, man muss sich ein bisschen selbst zügeln. Okay. Okay. Guck mal, es klappt doch wunderbar. So, jetzt warten wir, bis der Typ sich beruhigt hat. Und dann springen wir hier drauf und alles ist easy. Ist doch alles easy. Nach Amerika zu kommen ist gar nicht so schwer, wie alle tun. Meine Güte, ey. Hallo. Trump. Hallo? Okay. Okay. Oh, wir kriegen einen Stern von Amerika. Kriegen wir jetzt auch einen Stern auf dem Broadway? Er hat eine Mütze in der Hand. Welcome to America! Thank you so much for playing in my game. Okay, ich kann scheinbar auch nichts mehr machen. Das war ein tolles Spiel. Toll! Echt toll! Klasse Arbeit, Casey Manua. Ich weiß es doch auch nicht, Mensch. Ihr habt es halt einfach mal gemacht. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Schaut euch lieber Last Impact an. Das ist ein besseres Spiel. Okay, ich glaube, kommt nichts mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!